Möchtest du wissen, wie ich es auf die erste Seite von Google geschafft habe? Hallo und herzlich willkommen zu der Wix.com Akademie. Mein Name ist Petra und ich liebe Wix. Heute zeige ich dir, wie du den Wix SEO Wiz oder den Wix SEO Assistenten einrichtest. Also wir beschäftigen uns ausschließlich mit der Einrichtung des Assistenten. Grundsätzlich ist es so, bevor du startest, solltest du dir 4 bis 5 Suchbegriffe überlegen. Am besten recherchierst du und nimm für den Wix SEO Wizard tatsächlich deine stärksten Suchbegriffe. Was sind die Suchbegriffe mit dem meisten Volume, den deine Besucher suchen würden, um dich zu finden? Ich habe ein Video dazu gemacht zu den Wix SEO Tipps, das verlinke ich, das kannst du dir gerne anschauen, da wird behandelt, wie finde ich die richtigen Suchbegriffe und wo muss ich sie platzieren. Grundsätzlich ist es so, ich habe hier so eine Demo-Seite genommen, es geht um Glamping, also luxuriöses Camping. Und ich möchte nur zeigen, wie man das weitermacht. Eine Voraussetzung für den Wix SEO Wizard gibt es, und zwar du brauchst einen Premium-Account, also ein Premium-Paket, und deine Webseite muss veröffentlicht werden. Und nur zur Klärung nochmal, du musst es auch mit deiner Domain verbinden, ne? Also ansonsten, denn das Ziel ist es, ganz zum Schluss von dem SEO Wizard wirst du mit der Google-Suchkonsole verbunden. So, um an den SEO Wizard zu kommen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder du gehst über Dashboard und auf Google gesucht, also auf Google gefunden werden. Ich mache das meistens so, dass ich hier einfach in den Seiten, also in Webseitenmenü, Seiteneinstellungen, SEO Google draufgehe und SEO Wizard öffne. Also wie gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten. Du hast auch noch im Kopf auch noch die Möglichkeit, das zu tun. Und du kannst dir einfach aussuchen, was dir besser gefällt. Das dauert ein bisschen. Du siehst, dann macht sich der Dashboard auf und das war das, was ich meinte. Wenn du im Dashboard auf Google gefunden werden gehst, dann kommst du auch drauf. Was ist eigentlich der Wix SEO Wizard? Der ist wirklich kein Zauberer, aber er hilft dir, die Stellen aufzuzeigen, wo denn deine Suchbegriffe erscheinen müssen, damit sie eine Best Practice On-Page-SEO erfüllen. Ne? Also das heißt, er nimmt dich an die Hand, der gibt dir, also die sagen, einen persönlichen Plan, aber eigentlich ist es so, der sagt, du hast hier im Titel was vergessen, du hast was in der Beschreibung vergessen und so weiter und so fort. Wir legen gleich los und dann fragt er dich, als allererstes, was ist Ihr Firmen- bzw. Webseitenname? Denn du möchtest natürlich nach deiner Marke gefunden werden. Das Ding heißt Moonlight Glamping. Ja, dann gehen wir weiter. Haben Sie einen Unternehmensstandort? Wenn du ein Geschäft hast, dann solltest du unbedingt das hier anklicken. Das heißt, wenn du jetzt nur einen Blog hast, würdest du für ein Online-Unternehmen gehen. Denn er sagt auch, bitte gib die Adresse ein. Musterstraße, Musterwald. Und nun geht es 3 Stichworte, die dein Unternehmen oder die Dienstleistung gut beschreiben. Du kannst das dann gleichzeitig immer wieder ändern. Dann würden wir sagen, Campingplatz und Ferienort, ne? So, genau. Ferienort. Ja. Und dann arbeitet der Wizard im Hintergrund und gibt dir dann so etwas. Nun, du siehst, der hat sich das hier genommen. Und ich denke mir, ich mache hier noch was dazu. Dann gehe ich auf Einstellungen und kann hier in den Schlüsselwörtern, also in den Suchbegriffen, nochmal welche hinzufügen oder welche entfernen. Ich würde dann sagen, vielleicht nehme ich nochmal Luxus Camping und
Ja, das reicht jetzt eigentlich, ne? So. Und dann aktualisiert er auch. Das heißt, auch wenn du in der Vergangenheit hier einfach Suchbegriffe aus dem Bauch herausgenommen hast und du hast die mit der Suchkonsole verbunden, dann spielt das überhaupt keine Rolle. Du kannst das umstellen und dann wird der Assistent, also der Wix SEO Wizard, deine Seite durchsuchen und sagen, ey, hier fehlt da noch was. Wenn du deine Suchbegriffe veränderst, dann musst du das und jedes verändern. Nun ist es so, der Aufbau ist ganz einfach. Du kannst ganz am Schluss mit Google verbinden klicken und dann leitet er dich da weiter. Aber überall da, wo ein rotes also Ausrufezeichen erscheint, das bedeutet, da hast du was zu tun. Wenn du da draufklickst, dann wird dir auch gesagt, was du tun kannst. Also in der Regel ist es so, dass der Seitentitel auf deiner Seite definitiv mindestens eins der Suchbegriffe enthalten sollte. Du bekommst auch jederzeit auch die Erklärung, warum das denn so wichtig ist. Und du kannst zwischen den Vorschlägen, die dir Wix vorgibt, denn er bastelt sich sowas aus deinen Suchbegriffen, was denn der perfekte Seitentitel, also perfekte für die Google-Suchmaschine, perfekte Seitentitel für diese Seite wäre. Sagen wir mal so, ich sage das hier, geh auf Kopieren und dann bekommst du auch schon, was muss ich als nächstes tun? Das heißt, ich habe mir diesen Seitentitel kopiert, ich würde in den Editor gehen, ich habe den Editor allerdings auch schon hier offen und füge das, was ich vorher in dem SEO Wizard, also kopiert habe, einfach ein, ne? Und sage, speichern und ich müsste es jetzt veröffentlichen, damit mein Ausrufezeichen hier verschwindet. Denn wenn ich jetzt auf Aktualisieren gehe, sagt er nochmal, ja, ich sehe die Aktualisierung nicht. Ne? Also, und das Gleiche funktioniert dann ebenfalls mit allen anderen SEO-Beschreibungen der Seite. Und hier ist es so, hier bekommst du keine Vorschläge, aber er gibt dir so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was sollst du tun? Ich soll mindestens eins der Schlüsselwörter, und dann bekommst du sie nochmal, Campingplatz, Glamping, bla bla bla, in der Beschreibung drin sein. Es muss der Firmen- und Webseitenname dabei sein und die Beschreibung sollte zwischen 50 und 320 Zeichen lang sein. Also nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang. Das heißt, wir würden hier suchen Sie einen perfekten Campingplatz für, was haben wir für Suchbegriffe genommen? Campingplatz an einem ruhigen, genau, Ferienort. Einem idyllischen Ferienort, dann ist Moonlight Glamping. Wenn ich jetzt das so nehme, und jetzt hat er es gespeichert, wenn ich das so nehme, dann würde er nicht mehr meckern. Ne? Denn ich habe hier den Suchbegriff Campingplatz genommen, ich habe den Suchbegriff Moonline Glamping genommen und Ferienort und dementsprechend habe ich die Voraussetzungen, die diese SEO-Beschreibung erfüllen sollte, erfüllt. Also erfüllen sollte, erfüllt. Jesus, Maria. Und eigentlich sollte dann das Ganze verschwinden. Und hier ein kleiner Tipp, bitte die Anleitung ganz genau lesen, denn ganz oft kontaktieren mich Leute und sagen, der SEO-Wizard funktioniert nicht. Und dann mache ich irgendwas auf und dann sehe ich, dass die sagen, ach, das hier fehlt. Also das muss schon erreicht sein. Das heißt, wenn du das Ganze hier ausgefüllt hast, dann klickst du einfach nur mit Google verbinden.
Und du siehst ja, ne, also es braucht eine Premium-Funktion. Das würde jetzt bei dieser Demo-Seite nicht funktionieren. Und schon bist du gelistet. Du bekommst, je länger du dabei bist, hier auf der Seite auch eine kurze, also aber wirklich sehr kurze Übersicht, wie oft die Seite angeklickt worden ist. Du hast hier rechts unten nochmal einen ausführlichen SEO-Leitfaden, den Wix erstellt hat. Es lohnt sich schon, also für Neulinge lohnt sich das absolut, sich da reinzulesen. Und ich würde auch jedem, der ein Premium-Paket bei Wix hat, ans Herz legen, schalte den Wix SEO Wiz ein, denn die Connection zwischen dem Wiz und der Google Search Konsole ist hervorragend und die Suchkonsole, die gibt euch so viel mehr als Google Analytics, denn da könnt ihr eigentlich auch wirklich die tatsächlichen Suchbegriffe sehen, für die deine Webseite gesucht wird und gefunden wird. Also, gibt keine Entschuldigung, es nicht zu tun, tu es noch heute. Hat dir dieses Video gefallen? Dann freue ich mich über einen Daumen hoch, subscribe meinen Channel, damit du nichts verpasst und falls du Fragen hast, poste diese liebend gerne in die Kommentare. Ich werde sie beantworten, versprochen. Und in diesem Sinne, let's wix it, deine Petra.